Nelson, weißt du, was ich lustig finde? Dass man Köche immer fragt, was es heute zu essen gibt. Ja. Weißt du das? Ja, das ist, ich meine, ist ja auch ein guter Grund, ne? Also ich meine, ich werde es ständig gefragt. Ich werde auch dazu gezwungen zu kochen oder ich bin heute in Hamburg gewesen, habe mir Socken gekauft. Da hat mich der Händler sofort in den Keller geschickt, ich soll kochen. Also, was? Ja, das, damit kaufst muss man du leben. Socken? Da habe ich mir auch gedacht, aber das ist halt so, ne? Damit muss man leben. Bist ja eine alte Mediensau, hätte ich fast gesagt, alter Medienhase. Bist du noch aufgeregt hier, goldene Kamera heute? Ja, Hasen sind ja immer aufgeregt, ne? Hasen laufen immer zickzack. Nein, also ein bisschen Aufregung ist immer dabei. Aber ich finde eine angenehme Aufregung, so ein bisschen eine Gespanntheit. Wie ist es, wie wird es heute und so. Aber das habe ich auch, also das habe ich öfter mal. Also finde ich auch ein schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Hm? Und wie gehst du auf die Dinnerparty? Also wie gehst du an das Essen ran? So, mal gucken, was sie hier gemacht haben? Oder? Naja, Karl-Heinz Hauser kocht heute hier. Zwei-Sterne-Kollege aus Hamburg. Und ich weiß, dass er das richtig gut kann und darauf freue ich mich auch immer schon. Also das ist auf jeden Fall das letzte Highlight am Abend sozusagen. Ja. Okay, Die Bar gibt es auch noch, ne? Okay, bis später, ja, Dankeschön. Bis später.